Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kollegen von der AfD, seien Sie doch in dieser Debatte einfach ehrlich. Es geht Ihnen nicht um die Rechte von Frauen. Es geht Ihnen einfach um Provokation und Selbstbestätigung in der vermeintlich eigenen Opferrolle. Frauenrechte sind Ihnen doch im Kern überhaupt nichts wert. Und die vergangenen Monate haben das ganz deutlich gezeigt. Auf Bundestagswahlplakaten der AfD waren halbnackte Frauen unter dem Motto »Wir stehen auf Bikini« zu sehen. Das AfD-Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin, Gunnar Lindemann, empfiehlt anderen Facebook-Nutzern preiswerte ukrainische Frauen. Und der in Mecklenburg-Vorpommern über die AfD-Liste gewählte Landtagsabgeordnete Arpe setzt dem Ganzen noch die Krone auf. Er fordert die Vergewaltigung von Frauen und Kindern und ruft zur Tötung von Menschen mit anderer Meinung auf. An diesen Chats beteiligt noch weitere Landtagsabgeordnete ihrer Partei. Das ist pervers, das ist abartig und ich sage Ihnen, schämen Sie sich dafür. Zurück zum Frauenmarsch vom Samstag. Ja, Gewalt gegen Frauen ist ein Problem in unserer Gesellschaft. Insbesondere, und das habe ich hier bereits mehrfach gesagt, haben einige junge muslimische Männer ein falsches Frauen- und Gesellschaftsbild. Dagegen helfen aber keine Worte und Demos, sondern der harte Rechtsstaat, den diese jungen Männer spüren müssen. Wir als Union haben die Zahl der illegalen Einwanderer auf unter 20% der Zahl des Jahres von 2015 gedrückt. Wir setzen auf Abschiebung von Straftätern und Gefährdern, auch von diesen Gewaltbereiten. Sie haben das gestern Abend wieder gesehen. Gestern Abend ging wieder ein Flieger nach Afghanistan. Und ich halte das für richtig und wichtig. Aber Sie hingegen denken ja, es braucht Pegida-Chef Lutz Bachmann, um die Frauenbewegung zu stärken. Zur Erinnerung, Bachmann wurde wegen Körperverletzung, Einbruch, Diebstahl und Drogenhandel rechtskräftig verurteilt. Er unterhält dazu noch Verbindungen ins Rotlichtmilieu. Aber das scheint Sie ja nicht zu interessieren. Erst wird er beim politischen Aschermittwoch von Ihnen gefeiert und hofiert. Und nun stand er am Samstag auch in der ersten Reihe, um für die Rechte von Frauen in Berlin zu kämpfen. Meine Damen und Herren, da fällt mir nichts mehr ein. Aus meiner Sicht sind Sie, wenn es um die Unterstützung von Frauen geht, genauso glaubwürdig wie die PDS für die Abschaffung der Reichensteuer kämpfen würde. Womit wir bei der anderen Seite wären. Der selbsternannte Frauenmarsch wurde durch Sitzblockaden gestoppt. Dabei hat die Berliner Polizei ihren Dienst ordentlich getan und durch 900 Einsatzkräfte die Marschteilnehmer von den Gegendemonstranten getrennt. Ein Dank an alle Polizisten an dieser Stelle und den verletzten Beamten wünsche ich von hier gute Genesung. Die Polizei hat nach dem Verhältnismäßigkeitsprinzip gehandelt. Es waren mehr als 1500 Gegendemonstranten vor Ort. Es wurde mit der Räumung angefangen, Festnahmen und Identitätsfeststellung erfolgten. Denn jeder hat das Recht, auch Sie als AfD, zu demonstrieren und der Staat soll es Ihnen auch ermöglichen. Die Anmelderin selber hat aber die Demonstration dann beendet, obwohl die Räumungen bereits vonstatten gingen. Wieder einmal haben linksextreme Randalierer aus meiner Sicht hier vor Ort der Demokratie einen Bärendienst erwiesen und der AfD leider eine Steilvorlage für ihre Opferrolle geliefert. Dass mit Karin Ley und Charan Bayram linke und grüne Bundestagsabgeordnete dabei waren und die Gegendemos in den sozialen Medien gepriesen haben, muss an dieser Stelle auch gesagt werden. Es wäre klüger gewesen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie sich zurückgehalten hätten. Denn die Sitzblockaden waren von der AfD einkalkuliert, damit sie nun wieder ihr Lieblingsnarrativ, die Opferrolle, spielen können. Es ging bei der AfD-Demo doch gar nicht um Frauenrechte. Eingeladen wurde doch jeder, der sich nicht nur um Frauenrechte Sorgen macht, sondern einfach jeder, der gegen die fatale Flüchtlingspolitik der Altparteien wettert. Und gekommen zur Frauendemo waren allein vor allem rechte Männer, die ihre Frauen vor anderen Männern schützen wollten. Der ausgelöste Polizeieinsatz und die Rangeleien zwischen Beamten und Gegendemonstranten waren ihnen dabei vollkommen egal. Sie können sich hier
inszenieren als vermeintliches Opfer. Meine Damen und Herren, zum Schluss, ich habe es schon immer gesagt, es gibt keine friedlichen Sitzblockaden. Das ist Selbstjustiz. Straßenblockaden bleiben rechtswidrig und ihre Teilnehmer gehören geräumt, verhaftet und angeklagt. Wenn Sie, liebe Linke und Grüne, also meinen, das Unrecht, also mit Sitzblockaden zu bekämpfen, dann liegen Sie völlig falsch. Stattdessen sollten wir es mit Voltaire halten. Ich teile Ihre Meinung nicht, aber ich würde mein Leben dafür einsetzen, dass Sie sie äußern dürfen. Vielen Dank. Das Wort hat die Abgeordnete Josephine Ortleb für die SPD-Fraktion.